So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Eigentlich sollte diese Aufnahme mich müde machen vor Frust, aber ich bin jetzt noch wacher als vorher. Aber ist, mein Gott, ist halt so. Vielleicht werde ich ja jetzt gefrustet in Frio, Frio, Frio. Wir spielen gerade die Level von dem guten Infecto oder Hinfecto, der, keine Ahnung, ob er die Videos sehen wird, aber er hat halt unter eines der Videos kommentiert. Ich nehme an, der macht das, wie gesagt, unter alle möglichen Maker-Videos und postet da seine Level rein. Weil er hat auf Spanisch geschrieben, also... Er wird wohl gemerkt haben, dass ich nicht seine Sprache spreche. Trotzdem, die Level an sich sind ganz interessant, die er baut. Und deswegen schauen wir uns die auch gerade an. Kalt, kalt, kalt. Beziehungsweise Frio, Frio, Frio ist das nächste. So. Okay, wir brauchen 5 rote Münzen. Das gefällt mir ja jetzt schon nicht. Uiuiui. Okay. Da drüben ist schon mal die erste. Aber die würde ich mir fast später holen? Fragezeichen. Nicht sicher. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier ein Power-Up kriegen. Ganz nah an einem Power-Up dran, ja. Okay, das die erste. Kann ich besser als erste nehmen. So, und wir spielen ja Dings, SMB3, also kann ich ja, Alter, kann ich ja, toll. Ach mein Gott, ist das mein Ernst? So. Das wollte ich machen. Also kann ich ja, ne, er kann jetzt hier wechseln. So, das ist, denke ich, okay. Wie soll ich denn... Ah. Reicht der Schwung aus, um da reinzukommen? Nee. Aber wir müssen uns, glaube ich, erstmal die andere Münze holen. Ah ja, 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 ja. Okay, die muss ich mir wirklich vorher holen, weil ich komme da sonst nicht mehr runter. Ist okay. Uiui. Das ist gar nicht so einfach, hier abzubremsen, wie ich gedacht hätte. Okay. Stopp! Er kann nicht bremsen! Mario rutscht einfach weiter. Was ist das denn? Das ist ein ganz neues Erlebnis vom Rutschboden. Ich musste also schon langsam reinspringen. Okay. Interessant. Das ist gerade tatsächlich interessant. Weil das... Damit kann man bestimmt coole Sachen bauen. So, dann... springe ich jetzt erstmal wieder... Ah, das geht nicht. Wie mache ich das denn? Weil ich komme von da aus nicht da hoch, oder? Doch, müsste ich eigentlich... Oh! Aber seht ihr das? Ich drücke wirklich die ganze Zeit nach links. Und er stoppt einfach nicht. Er rutscht einfach weiter. Da kann man bestimmt was Cooles bauen mit. Bis er da... Das ist echt so eine Bremsweggeschichte. Ganz interessant. Ah, es geht so. Oh, oh. Ey, das ist krass. Wie er einfach nicht stoppen kann. Das ist irgendwie cool. Irgendwie ist das cool. Weil mir die Physik so noch nicht bewusst war. Klar, dass ich rutsche, das war mir bewusst. Aber dass man da in die eine Richtung dann gar nicht mehr anhalten kann, weil man da viel zu schnell reingeht, das ist echt, es ist neu für mich. Okay, also ganz langsam daran. Wir haben schon gesehen, wir kommen da hoch. Und auch da... Okay, ein bisschen Anlauf brauche ich aber. Bisschen Anlauf brauche ich, um da hochzukommen. Nein. So nicht. Aber dann muss ich wahrscheinlich halt trotzdem... Ja, dann hilft es nichts. Ich muss dann von dem Haken aus diesen Sprung hinkriegen. Ah, stopp. Okay, ein bisschen Anlauf und jetzt... Ah, und dann springe ich gegen den Block. Ja. Dann springe ich gegen den Block und stoppe so meinen Lauf.
Das sollte hinzukriegen sein. Na, zu bald. Zu bald in der Luft gebremst. In der Luft bremst man schneller als auf dem Boden. Ah, es reicht nicht. Doch, es reicht gerade so. Hoi, hoi, hoi. Es ist echt ein Erlebnis. Rutschtechnisch ist das echt gerade ein Erlebnis. Ja, das war jetzt auch kein Erlebnis allerdings. Aber das war mir in der Eisphysik... an der Eisphysik noch nicht bewusst. Ich wiederhole mich gerade, es tut mir leid. Man lernt... Ach, komm schon. Man lernt einfach nicht aus, ne? Man lernt immer wieder was Neues. Also selbst wenn dieser Kommentar-Spam war indirekt und der Typ das unter alle Videos schreibt und auf keinen Fall die Videos sehen wird, ist mir völlig wurscht. Seine Levels sind unterhaltsam, muss ich sagen. Ah, bisschen zu viel nach rechts gedrückt und schon kann man nicht mehr anhalten. Wow. Wow. So. Genau. Nice. So. Gut, dann kommen wir einfach hier hoch. Alles in Ordnung. So. Ah, ich habe eine Idee. Ich hole mir ja einerseits die Coin. Ach Gott! Bin ich gerade erschrocken. Ich habe das komplett. Ich bin so doof, ey. Okay. Oh Gott, bin ich gerade erschrocken. Ah. Ah. Mein Geistesblitz, den ich gerade hatte, wurde im gleichen Moment zu einer kleinen Herzattacke, in dem Moment, als der Koopa wieder geschlüpft ist. Ei. Das war nicht ganz so klug. So. Folgende Idee. Dankeschön. Jetzt ist allerdings verkehrt rum, ne? Jetzt ist ja... Ja, er muss ja offen sein. Ich will halt nicht, dass es hin und her blinkt. Ich will, dass es einfach offen ist. Dass ich da kein... Kann der auch in die Richtung laufen? Ja, der kommt zu mir, sehr gut. Das ist die falsche Richtung gewesen, aber cool, dass wir drüber geredet haben. Null. Jetzt passt's. So, und jetzt ist nämlich rot offen und bleibt auch offen. Und jetzt... Ich weiß aber halt nicht. Vielleicht muss ich den Anlauf hier mitnehmen. Keine Ahnung. Geht das? Nee, das reicht. Oder ich will da gar nicht. Ich will da gar nicht. Ich will so springen. Nee, will ich auch nicht. Aber wie komme ich denn da hoch? Weil so hat's nicht gereicht. Oder ich bin einfach wirklich zu knapp abgesprungen. Oh boy. So reicht's halt doch. So, den setze ich mir jetzt erstmal auf. Also hier ist die eine rote. Und dann haben wir da unten den P-Switch schon gesehen. Mist.
Ja, genau. Und hier ist die andere rote. Dann kriegen wir hier den Schlüssel. Aber... Oh nein, ist da... Oh nein, was? Oh, das da drüben gefällt mir ja gar nicht, ne? Hä, das geht gar... Oh, bis dahin brauche ich den Stachel Heinz noch. Oioioioio, okay. Okay. Uff. Wo habe ich den verloren? Den habe ich verloren, weil die anderen Eiszapfen runtergefallen sind, ne? Weil ich da zu schnell rüber bin. Okay. Das lässt sich ja eigentlich vermeiden. Das lässt sich eigentlich ganz simpel sogar vermeiden. Gut, also das kriegen wir eigentlich hin. Stopp. Gut. So. Dann sind wir soweit wieder dabei. So. Nicht so gut. Aber man kann es zum Glück noch retten. Ich muss ja oben... Mist. Ich muss ja oben sein, wenn das passiert. Ah. Man arbeitet sich auch bei diesem Level... Ach! Man arbeitet sich auch bei diesem Level... Schritt für Schritt voran. Ich denke, wir kriegen das hin. Ich denke, wir kriegen das hin. Es ist schwierig. Keine Frage. Es hat Frustpotenzial, aber ich denke, wir kriegen das hin. Ich bin motiviert. Noch bin ich motiviert, dieses Level zu spielen. So, wir gehen mal hier hin. So. Ich bin so blöd. Ich bin so doof. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Nope. Okay. So. Ich weiß halt nicht. Ich meine, ich könnte es auch drauf ankommen lassen und sagen. Okay. Aber wenn es dann gerade schlecht wenn es dann gerade. Weiß nicht. Will ich das riskieren? So passt es halt jetzt vor allem nicht. So kann es passen. Ja. Ja. Ja, okay. Ich hoffe... Oh, weia. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie den On-Off mir verhauen, ne? So, jetzt ist halt hier, wie gesagt, das Problem, dass ich nachher von dem anderen Eiszapfen getroffen wurde. Aber eigentlich kann ich das ja verhindern, indem ich einfach hier... Na, und jetzt passiert ja schon gar nichts mehr. So, jetzt gehen wir aber mal eins darüber. Oh, oh Gott, ich bin erschrocken. Was soll ich hier tun? Ja, wir werden erstmal das hier machen. Das haben wir ja schon gesehen. So. Kann ich den jetzt auch noch mitnehmen oder drücke ich den direkt auf die Art und Weise? Ich kann ihn nicht mitnehmen. Ich muss ihn also direkt hier hinten drücken. Und dann ungefähr da abspringen. Nein! Da ist die Schlüsseltür. Da ist Ende. Also nicht Ende, aber halt vielleicht Checkpoint. Oh, ärgerlich. Aber da ist noch ein Eiszapfen, der runterfällt. Ich garantiere euch, der wird mich irgendwann noch killen. Der wird mich killen. Garantiere ich euch jetzt schon. Dieser eine Eiszapfen da. Na toll. Dieser eine Eiszapfen da. Der wird mich noch killen. Ja, ich kann den leider nicht so weit offscreenen, dass das dann offen bleibt. Ah, okay.
Muss ich das nur wieder so timen, dass es passt? Jetzt wird es passen. Naja, aber jetzt passt er. Die Säge nicht. Eieieiei. Ah, ich hätte gedacht. Ach Mann, schade, ärgerlich, doof. Mist. Mist, Mist, Mist. Die Schlüsseltür schon gesehen. Ich könnte es ja auch versuchen, so zu timen bei dem P-Switch, dass ich ein bisschen warte und dann gar nicht mich um den Eiszapfen kümmern muss, sondern genau dann praktisch da los abspringe, wenn ich direkt bis zur Schlüsseltür rutschen würde. Dann hätte ich nämlich kein Problem mit dem Eis... Hilfe. Dann hätte ich kein Problem mit dem Eiszapfen extra nochmal. Ist aber nur so eine Idee. Ach Mensch. Okay. Also, so kann man es eigentlich ganz gut timen. So. Nice. Also theoretisch dürfte es jetzt eigentlich nicht wieder schief gehen. Ich verstehe halt nicht, was da oben... Da scheint es einen Alternativweg zu geben oder so. Keine Ahnung, was das da ist. Aber ich glaube, das führt nur zu dem Leben oder ich weiß es nicht. Da ist nochmal eine Schlüsseltür. Ach, dann komme ich da wahrscheinlich raus. Das kann gut sein. Oder es ist halt ein Bonus. Ah nein! Das sind zwei Wände. Aber ihr seht, was ich meine. Wenn ich da direkt durchrutsche und nicht an dem Eiszapfen hängen bleiben würde. Aber das zu timen ist gar nicht mal so... Ah, das sind zwei Wände. Okay. Ja. Ja, das hat der schon ein bisschen bedacht. Dass man das nicht ganz so simpel... Sonst hätte es jetzt nämlich funktioniert, ne? Das ist gerade umgesprungen. Leider hat mich die andere Wand dann aufgehalten. Ja. Ja, der denkt mit. Der Kollege. Oh. Der denkt leider mit. Ich habe mich nicht daran erinnert, dass da noch mal Münzen waren. Okay. Es war ein Versuch. Blub, 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 blub. Eieieiei. Mios Dios. Okay. Ist immer wieder spannend. Immer wieder aufs Neue spannend. So. Gut. Nicht so gut. Ah, was tue ich? Das ist ein kompletter Quatsch. Nein, nicht schon wieder. Nice. So, passt's wieder? So. Uiuiui, das ist jedes Mal spannend. Jedes Mal spannend aufs Neue. Okay. Ich würde halt echt gern wissen, was da oben ist, aber... Ich will es eigentlich auch gar nicht ausprobieren. Ach komm, einmal probieren wir es jetzt. Da ist nichts! Hä? Ach so, ich bin jetzt hier reingekommen. Von wegen, da ist nichts. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier jetzt irgendwie ein Geist oder so rauskommt und ich dann tot bin. Yo!
Was habe ich gesagt? Ich meine, es war kein Geist, aber ich war tot. Ich bin so... Ach, denk doch ein bisschen mit, Conan. Das hast du doch jetzt schon mehrmals gesehen, dass das mit dem Koopa so nicht funktioniert, wie du das gerade gemacht hast. Warum probierst du es denn dann nochmal? Hm? Was ist denn los mit dir? Nice. Also, das kann ich gut timen im Moment. So, der Sprung ist eigentlich auch in Ordnung. Und genau dann, wenn ich es sage. Warum sage ich sowas? Warum beschwöre ich sowas immer wieder herauf? Ach, Manno. So. Okay. Naja, alles gut. Alles gut. Alles unter Kontrolle. Nein, zu bald. Ja, zu bald. Zu spät. So rum. Nein, der Timing hat nicht funktioniert. Das war jetzt nicht, was ich wollte. Ach. Na toll. Jetzt ist zwar das, was ich wollte, aber... Oh, aber nicht so, wie ich es wollte. Krieg den... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, es war klar. Mm. Nein! Nein, nein, ach, jetzt ist schon wieder... Immer der gleiche Quatsch. Ey. Ich krieg das Timing nicht mehr hin, ne? Echt traurig. Ja, ich müsste halt noch rauskommen. Ich hab's doch sonst aber auch vorhin geschafft hin. Ja, bitte geht doch. Oh mein Gott. So. Bisher war der Sprung jedes Mal möglich, außer da, wo ich es dann sage. Da habe ich ihn plötzlich verhauen. Das ist schon... Ach ja, so. Aber Leute, ich bin leider weiterhin neugierig. Es tut mir leid. Bitte haut mich nicht. Was war das denn jetzt? Gottes Willen. Wir haben ja gesehen, in die Richtung geht es nicht mehr zurück. Na, das haben wir gesehen. Aber was ist mit der anderen Richtung? Und was ist, wenn ich... Okay, da komme ich theoretisch rein. Irgendwie kommt man da rein. Nice. Und was ist da jetzt? Aber wir sehen jetzt, hier komme ich zur Schlüsseltür raus. Da ist dann nochmal ein Swamp. Den habe ich jetzt gesehen, das ist gut. Und da unten ist das Ziel. Okay. Dann haben wir es. Ich komme hier auch noch raus, alles gut. Ich darf nur den Block nicht auslösen, den wir gesehen haben. Das Problem ist aber, ich komme jetzt... Nein, ich komme nicht mehr raus. Weil ich komme nicht mehr an mein...
an mein Skelettdings ran. Ach Mist. Ja, jetzt habe ich es eh verhauen. Gut, dann wissen wir jetzt aber Bescheid, das hier ist ein Trollweg. Alle, naja, indirekt. Es ist ein indirekter Trollweg, weil wir haben den Swamp gesehen. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, weil der wird mich jetzt nicht mehr töten. Denn im Normalfall, wenn man da drüben startet und losläuft, ist man zu langsam. Ne? Wenn ich da einfach loslaufe, ich rutsche ja so ein bisschen nur. Und dann würde ich voll in den Swamp reinrutschen. Und das wird jetzt zumindest nicht mehr passieren. Der Swamp wird mich nicht killen. Wir können dann direkt ins Ziel. Insofern, eigentlich ist es ein Bonus. Eigentlich ist das gerade ein Bonus gewesen. Mist. Eigentlich ist das gerade ein Bonus gewesen, dass wir das gesehen haben. Das ist schon okay. Ich glaube, das ist wirklich so gedacht, dass man dieser Falle entkommen kann. Also eigentlich schon nett. Das heißt, mein einziges Problem ist jetzt der Eiszapfen, der letzte. Na, wenn dieser andere Eiszapfen, der letzte da hinten, wenn der jetzt zu schnell runterfällt, habe ich halt ein Problem. Yes! Nein, der kommt wieder! Ich bin so dumm! Ah! Ich mach's mir halt echt jedes Mal selber. Oh. Ich mach's mir jedes Mal selber schwer. Gibt's doch nicht. Ah. Oh. Das geht. Ah. Oh. Es kann doch nicht wahr sein, echt. Ganz im Ernst. Da schaffe ich den blöden... Da schaffe ich den blöden Sprung. Und dann mache ich so einen Murks. So. Nicht jetzt, nicht mehr. We did it. So, jetzt komme ich da oben raus. Und dann genau das, ne? Oi. Oi. Aber der eine Tod jetzt am Schluss musste doch mal sein mit dem Eiszapfen, ne? Das hat's jetzt noch mal gebraucht. Ah, aber das Hilfe. Ich reiße gleich das ganze Kabel raus. Aber das war schön. Huh. Das sind Level, die sind herausfordernd, aber nicht so frustrierend. Ja, es ist echt okay. Weil die Tode, die man bringt, die basieren halt, man spürt es halt, die basieren halt auf eigene Unfähigkeit. Nicht auf unfaires Leveldesign oder sonst was. Oi. So. Was haben wir da? Aber zwar, das ist ein langes Level. Das ist ein langes Level. Das anscheinend auch. Weil wenn der Weltrekord halt 1,31 und hier der Weltrekord 2 ist. Haben noch nicht so viele gespielt, klar, aber... Uff. Trotzdem. Gibt es vielleicht noch ein Level, was ein bisschen... Oh, guck mal, das sieht doch schon wieder... 303, das könnten wir vielleicht noch spielen. Ah. Okay. 190 Münzen. Mindestens. Oh. Ich habe ein bisschen Angst vor seinen unsichtbaren Blöcken, aber...
Die hat er, glaube ich, nur dem einen... Wait, das... Das war jetzt dumm. Weil da müsste ich wirklich einen Koopa runterschicken. Ha. Wenn mir die am Ende fehlen, ist ärgerlich. Ich bräuchte nochmal einen Koopa. Nein! Ich wollte die nicht essen. Kriege ich die noch irgendwie? Ah, nice. Und da ist noch ein Koopa gerade runtergelaufen. Okay, den Kollegen müssen wir erstmal wegmachen. Nein! Yoshi! Yoshi! Oh. Na gut. Kommt der Koopa jetzt nochmal? Ja, nice. Komm her. So, perfekt. Jetzt kann ich mir die Coins da unten... Oh, der kommt runter. Ah, da ist nochmal einer. Alles egal. So. Holen uns die Coins da. Ach, jetzt habe ich halt Yoshi nicht mehr. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber er wird jetzt schon... Oh Gott, das wollte ich nicht. Grundsätzlich keine schlechte Idee zu fliegen, aber gerade eher nicht so. Kann und will ich... Da... Nein, da will ich nicht runter. Das sieht nur wieder so aus, als ob man da... Okay. Vorsichtig, ich würde gern unbedingt die Feder behalten. Oder unten kann man doch irgendwie... Oh nein, ist da vielleicht eine kleine Münze, also eine große Münze oder sowas? Okay, wir müssen es austesten. So komme ich da ja hin. Hä? Nein, ich könnte das als Flugdings, aber nützt mir ja nichts. Oh boy. Ich hab grad gedacht, der macht Quatsch hier. Aber das wäre es jetzt gewesen. Aber komplett. Hast du da vielleicht... Uah! Okay. Ich bereite mich auch so ein bisschen vor, dass manche Blöcke doppelt auslösbar sind. Aber ich muss auch ein bisschen auf die Zeit gucken, sehe ich gerade. Lass mich in Ruhe. Mach dich weg. Mach dich weg. Ja, ich habe das gesehen. So, du kommst mal mit. Oh nein, meine Feder ist weg. Ist mir das jetzt lieber als weiß ich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war vielleicht nicht so gut. Uff. Wieso habe ich den jetzt wieder... Geh weg. So, tschüss. Okay. Wow, der Stern nützt mir überhaupt nichts. Weil bis ich in irgendeiner anderen Phase bin, wo der Stern relevant ist, bin ich schon wieder raus. Super. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Die Zeit. Die Zeit ist nicht auf meiner Seite. Ja, das wird nichts mehr. Da ist das Ziel, okay. Aber ich habe noch viel zu wenig Münzen. Oh mein Gott. Das reicht halt hinten und vorne nicht. Oh nein, und da steht... Oh nein. Okay. Gut. Nein, das Level lassen wir jetzt. Das dauert mir jetzt zu lange. Weil... Ja, da würde ich eine Weile dran sitzen, glaube ich. Es ist ein bisschen knapp. Es ist ein bisschen arg knapp. Wenn man erstmal Münzen erkunden muss und so... Ja...
Ja. Muss jetzt nicht sein. Da würde ich beim nächsten Mal lieber Winter Has Come spielen. Aber wir folgen dem Kollegen mal, dass ich den nicht vergesse. Und guck mal ganz kurz, nur Interesse halber, ob sich hier was getan hat. Aber das kann ich jetzt natürlich nicht spielen, ist klar, weil jetzt höre ich auf. Nein. Dann habe ich auch keinen von euch hintergangen. Sehr schön. Dann können wir an der Stelle ganz kurz gucken, ob noch irgendwas Neues beliebt ist. Was total spannend aussieht. Glaube, wir spielen den Rainbow Rush noch schnell. Ist jetzt halt nicht so. Einfach, das sieht wahrscheinlich, glaube ich, cool aus. Wird nicht spannend zum Spielen sein, aber es sieht wahrscheinlich cool aus. Ja, alles andere könnte cool sein. So auf Anhieb zieht es mich jetzt nicht an. Wir spielen den Rainbow Rush. Ah, mate, ich bin bei 100, 101. Lul, ich habe die Seite. Ich bin blöd, ich habe die Seite bei 101 aktualisiert. Also wenn ich aktualisiere, aktualisiert er die Seite, auf der ich bin. Das ist ja auch ein Quatsch. Okay. Ja, gut. Ja, gut. Dann müssen wir trotzdem nochmal kurz auf die Seite 1 gehen und gucken, ob da auf Platz 1 was Neues ist. Was interessant aussehen könnte. Ah. Verstanden. Es ist also tatsächlich mal ein Speedrun, bei dem man tatsächlich auch was tun muss und nicht nur geleitet wird. Da sehe ich mich ja dann tatsächlich schon ein bisschen eher. Auch wenn ich das ein bisschen kritisch finde, dass man nicht weiß, ob es jetzt einen wirklich hochlässt oder nicht. Das ist ein bisschen. Nee. Also getrollt werden will ich nicht in einem Speedrun. Ah, da war aber eine Lücke. Also man kann es eigentlich. Hä? Aber wie mache ich denn den Sprung? Ja, hier war auch die Lücke. Okay, man kann es schon erkennen. Ja, ist okay. Ich habe gar nichts gesagt. Ach so, mache ich die Lücke. Oh goi, oh boi, oh goi. Oh boy, wollte ich sagen. Okay. Okay. War jetzt ein bisschen aufgeregt am Schluss, weil ich nicht wusste, ob nochmal was Gemeines kommt. Aber der Rest ging dann. So, jetzt aber nochmal auf Seite 1. Autoscroll-Speedrun. Warum ist das jetzt Platz 1 mit so wenig Herzen? Ach so, es ist das Verhältnis Herz zu, oder? Oder wie ist das? Ich weiß es nicht. Wir gucken es uns mal an. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, nach vorne zu rennen, aber ich mach's einfach. Okay, ja, das war jetzt nicht so spannend.
sehe jetzt nicht, was an dem Level so Platz 1 würdig ist. Aber es ist okay. Aber ich sehe jetzt nichts Platz 1 würdiges. Ja, da ist nicht viel Neues dazu gekommen. Wir haben natürlich viel nicht gespielt. Oh, ein Portal-Level oder sowas. Okay. Es klingen viele Sachen schon interessant, aber... Ach komm, Nummer 3 können wir noch spielen. Das geht ja immer fixi. Das geht ja immer fixi. So, machen wir das noch und dann hören wir auf. Großes Ehrenwort. Ich habe gerade vergessen, was ich spiele. Ich spiele ein Spiel, in dem ich schnell reagieren muss. Ja, guten Morgen. Ah, ich muss groß bleiben. Klar. Okay. Das scheint diesmal ein bisschen schwieriger zu sein als die anderen, oder? Oder ich bin einfach gerade zu übermüdet dafür. Ich weiß es nicht. Aber das war gerade interessant. Warum ist hier nochmal ein Pilz? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Weil wenn ich da runterkomme, habe ich nur mal einen Pilz. Nein! Ah. Lol. Lol, das ist mir neu. Wenn ich... Also ich wusste, dass wenn ich mich ducke, die Hitbox ein bisschen anders ist, aber dass diese Kugeln, die eigentlich wirklich die ganze Fläche, dass ich selbst denen mit geducktem Mario ausweichen kann, das war mir neu. Das ist interessant. Das ist tatsächlich hochinteressant. Oh nein, ich... Boah, wieso bin ich denn heute so schlecht in diesem Ding? Gibt's doch nicht. Aber ne, ich dachte eigentlich, diese Kugeln gehen immer komplett über alles. Tun sie nicht. Nein! Gibt's doch echt nicht. Ist doch nicht wahr. Ich glaube, sowas sollte man... Oh nein! Man merkt es gerade. Ich glaube jetzt sind wir langsam am Punkt, wo ich tatsächlich dann doch ins Bett gehen sollte. Was aber ja gut ist, weil das war das Ziel der Aufnahme. Ich habe ja, um das nochmal in Erinnerung zu bringen, im letzten Part angefangen aufzunehmen, weil ich gerade nicht schlafen kann. Mit dem Ziel, nach dem Spiel so gefrustet zu sein, dass ich einfach direkt umfalle. Gefrustet bin ich jetzt nicht. Im Gegenteil, ich bin ziemlich aufgedreht nach dem Eislevel gerade. Weil ich so viel Blödsinn gemacht habe. Es ist unfassbar. Okay, das klappt jetzt bisher besser. Ah, nein! Die muss da rein. Ah, okay. Immerhin zwei Räume haben wir geschafft. Ohne zu sterben zwischendurch. Ist ja auch was wert. Aber da habe ich wieder nicht schnell genug geschaltet. Ei. Ah, alle durch. Okay, nicht nur einen. Ich glaube, das ist schon schwerer als die anderen. Oder war ich bei den anderen einfach nur wacher? Ich weiß es nicht. Ich stelle mich gerade jedenfalls furchtbar an. So. Jump, 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 jump. Nice. Ja, das war's dann wohl. Es
waren ja immer so vier Räume, dann kam sein komischer Pilzhut-Dings, was immer, was auch immer. Oi. Puh. Das war erstaunlich schwerer als die anderen. Mal gucken, ob die Kommentare das ähnlich sehen. Oh, er hat sich gesoftlockt. Wie hat er das denn geschafft? Ach so, ja gut. Man kann sich da sicherlich irgendwo softlocken. Ja, das habe ich mir bei der Bombe auch erst gedacht. Softlock. Ei. Es war schon jetzt nicht so einfach tatsächlich, ja. Es war schon tatsächlich nicht so einfach. Aber was ich jetzt doch noch ganz schnell machen möchte. Mal gucken, ob es neue Musiklevel gibt, gute. Haben wir die Suche hier immer noch nach Musik? Nein. Wait. Jetzt sind sie aus. Jetzt sind sie an. Aber es ist halt... Ja, das ist halt das Problem. Es bleiben die oben. Und dann eine andere zu finden... Quiz? Game Music Quiz? Nanny? Quiz. Das war Mario. Ach, jetzt hat er hier Symbole gemacht. Das ist Zelda. Das ist Mario, das ist Pokémon. Aber es war ja Mario. Das ist ja cool. Kirby. Ja, da ist Kirby. Oh. Pokémon. Dö, da ist Pokémon. Dö. Eindeutig Zelda, also Mitte, jawohl. Ach, das ist ja super cool. Mehr davon. Donkey Kong, Mario oder komisches blaues irgendwas. Ja gut. Allein übers Ausschlussverfahren kann es nur das hier sein, aber ich weiß nicht, was das ist. Ja, das war schon. Schade. Das war kurz, aber coole Idee. Sehr coole Idee. Warum ist das nicht in den sowas verstehe ich nicht. Das findet man nur, wenn man hier nach Musikkram sucht. Aber in den Trends ist es, habe ich es nie gesehen. Na gut, vielleicht war es in den Trends, als ich nicht hingeguckt habe. Ach, war das vielleicht dieses blaue Ding? War das Splatoon, weil ich hier gerade Splatoon lese? Das könnte hinkommen. Das kann...
Da, 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 da. Und guck mal das Bild. Das ist, als Shanks Ruffy gerade den Hut aufsetzt. Oh no. Erinnerungen. Oh. Allein für das Bild muss ich das schon spielen, um es zu liken. Entschuldigung. Ich halte mich schon zurück. We are on the cruise. We are. Oh mein Gott, das ist so gut. Ah, oh, ist das gut. Liebe. Ganz viel Liebe für dieses Lied. Oh mein, und das Bild halt, ne? Oh, da ist die Chef. Ach. Das ist in so viel, das ist in so viel Hinsicht einfach perfekt gewesen. Die Aufmachung, die Grafik, das Thumbnail dazu. Oh, wo ist? Nee, nehmen wir den. So. Ah, es ist in so viel Hinsicht perfekt. Und das Schiff am Ende. Und das Thumbnail. Guckt euch das nochmal an. Guckt euch die. Wo ist es denn? Komme ich jetzt nochmal hin? Da. Ich wünschte, ich könnte es größer machen. Oh, das ist als. Ach, Mann. Ach, One Piece ist so ein toller Anime, ne? Kann man das so nochmal größer? Ja! Ah. Oh. Gut, jetzt sieht es fast ein bisschen zu gepixelt aus, aber es ist so gut. Es ist so gut gepixelt. Oh, da ist es in groß. Also da oben drüber. Das, jetzt sieht man Shanks richtig. Oh, ich liebe das. Ganz viel Liebe. Was ist denn JJBA? Battle Tendency Opening. Kenne ich halt nicht. Ich will nicht aufhören mit Musikleveln, das ist furchtbar. Ah, das war jetzt gerade, ne? Das war jetzt wieder so ein... Ach. hatten wir, Conan, hatten wir? Ei. So, wir raten jetzt noch, was das hier für eine Musik... Oh, das muss ich auch noch gleich machen. Okay, wir raten jetzt noch schnell, was das für eine Musik ist. Weil es war japanischer Titel, keine Ahnung. Kann man voll trollen. Aber ich erkenne es nicht. Keine Ahnung. Ja.
Also ich kenn's leider nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich lauf's mal schnell durch. Es ist halt immer die gleiche Melodie, aber ich habe keine Ahnung, ich kenne die nicht. I'm sorry. Hätte ich jetzt da oben rum gemusst? Oder muss ich jetzt unten rum? Jetzt habe ich die Schlüssel. Okay. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Aber es wurscht. Ich habe es nicht gekannt. Keine Ahnung, was das ist. Sicherlich gut gemacht, wenn man es kennt. Aber keine Ahnung, was es ist. So, Ultra Instinct Goku. Ich hoffe, ich spoiler damit niemanden, was Dragon Ball Super angeht. Ich gucke es gerade auf ProSieben Max auf Deutsch. Die Synchro ist gewöhnungsbedürftig, aber ich habe es halt auf Japanisch noch nicht geguckt. Und irgendwie, naja, wenn es gerade auf Deutsch läuft, dann guckt man es halt auf Deutsch. Ist schon ganz lustig gemacht, aber es kommt nicht an Dragon Ball Z ran. Aber ist egal. Aber das Lied ist halt großartig. Ah, das ist gut gemacht. Das ist gut gemacht. Wie gut, dass man die gerade erwischt, so. Oh mein Gott, das ist gut. Ah, ist das gut. Ah, schade. Wait, was soll die Fahne da drüben? Hätte man da noch mehr Musik bekommen? Nicht sicher. Nicht sicher. Ich kann nicht aufhören. Was ist das denn? Weil man ist so... Auch gerade bei Musikleveln kann ich einfach nicht... Bin ich einfach neugierig, was noch alles kommt. Das ist mein Problem. Das ist echt ein Problem. Wir müssen einfach das nächste Video nochmal als Musiklevel-Video machen. Ich muss hier... Ich krieg hier sonst... Ist das Lemon Tree? Aber ein Japaner, der Lemon Tree baut? Ja gut, warum nicht? Aber vielleicht ist es auch nicht Lemon Tree und da steht nur Lemon und dann kommt noch irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung. Was hat der gebaut? Was hat der gebaut? Fuck, wir sind bei einer Stunde. Es tut mir leid. Walk. Er ist voll Lemon Tree auf jeden Fall. ich kenn's nicht. Irgendein Opening wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung, ich kenn's nicht. Tut mir leid, falls es jemand gekannt hat und sich geärgert hat, dass ich ein bisschen durchgespeedet bin. Aber wenn ich es nicht kenne, dann da durchlaufen bringt für mich auch nichts. Ich würde ganz viele gerne, aber ich kann halt auch nicht alle anklicken. Ich würde nur gerne wissen, ob irgendwas... Wir gehen jetzt einfach noch bis runter, bis wir die erste Seite durch haben. Und dann hören wir wirklich auf. Mich interessiert halt nur, ob es noch... Also, ne, ob es noch irgendeins gibt, was mich einfach umhaut, wenn ich es nur lese. Die japanischen Titel, ich weiß halt nicht, was es ist. Äh...
Aber bei manchen Animes einfach wüsste, was da und so und was nicht und keine Ahnung. Ja, wir sind gleich unten. Ja, und dann müsste man jetzt auf Seite 2 weiter und dann wird es da weitergehen. Aber das will ich jetzt nicht. Nein, ich muss aufhören. Ich kann mich immer nicht. Es ist furchtbar. So, danke fürs Zuschauen. Wir sind jetzt wirklich raus. Und hören uns am Schluss einfach nochmal We Are an. Es ist einfach großartig gewesen. Wer sich das nicht nochmal anhören will, geht jetzt raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Jetzt auch ganz ohne, dass ich mitsumme. Ich bin raus.